Was sie in diesem Pottwal gefunden haben, hat die ganze Welt erschreckt. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Es gibt zahlreiche Berichte und Studien über Tiere, die Müll, Plastik oder sogar andere Tiere verschluckt haben. Heute zeigen wir dir 10 der seltsamsten Dinge, die in den Mägen von Tieren gefunden wurden. Bist du neu auf diesem Kanal? Dann abonniere ihn und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Und bevor wir anfangen, like auch dieses Video. Nummer 10. Plastikduschschlauch im Delfin gefunden. Ein verstorbener Delfin wurde in Florida an Land gespült, was einen weiteren Fall von Meeresverschmutzung offenbart. Der Bauch des mehr als 2 Meter großen männlichen Delfins, der am Strand von Fort Myers gefunden wurde, war mit Plastikmüll gefüllt, unter anderem mit einem 61 cm langen Plastikduschschlauch. Dieser Vorfall ereignete sich nur einen Monat, nachdem ein weiblicher Rauzahndelfin mit Plastiktüten und einem Luftballon im Bauch entdeckt wurde, was zu seiner schnelle, aber leidfreien Tod führte. Ähnliche Fälle wurden weltweit gemeldet, was die Auswirkungen der Plastikverschmutzung auf die Meeresbewohner verdeutlicht. Unternehmen, Staaten und Länder führen Verbote für Einwegplastik ein, um das Problem zu bekämpfen, indem wir Müll ordnungsgemäß entsorgen, an Aufräumaktionen teilnehmen und das Bewusstsein für die Verringerung des Mülls im Meer schärfen, können wir dazu beitragen, die Ökosysteme der Meere vor weiteren Schäden zu bewahren. Nummer 9. 104 Plastikteile in einem Schildkrötenbaby. Ein Baby der unechten Karettschildkröte wurde an der Küste von Boca Raton, Florida, angespült, aber leider lebte es danach nicht lange. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die kleine Schildkröte 104 Plastikteile verschluckt hatte. Das Gumbo Limbo Nature Center veröffentlichte ein Foto der Schildkröte, das sie neben den Plastikfragmenten zeigt, die ihren Tod verursacht hatten. Das Foto verbreitete sich schnell. Schildkröten verwechseln Plastik oft mit Nahrung, besonders wenn Mikroplastik an Algen klebt und ihnen ein falsches Sättigungsgefühl vermittelt. Infolgedessen fressen sie nicht genug und leiden an Unterernährung. Plastikgegenstände, vor allem wenn sie scharf oder starr sind, können auch innere Verletzungen und Verstopfungen im Verdauungstrakt hervorrufen und schädliche Chemikalien enthalten, die für die Tiere giftig sein können. Das Zentrum hat zahlreiche Fälle wie diesen erlebt und deshalb eine Anlaufstelle eingerichtet, an der Anwohner Schildkröten zur Rehabilitation abgeben können. Der vermeidbare Tod dieses unechten Karettschildkrötenbabys zeigt, wie dringend notwendig es ist, den Plastikverbrauch zu reduzieren und Plastik aus dem täglichen Leben zu verbannen, denn jedes Stück Plastik, das jemals produziert wurde, existiert noch in irgendeiner Form und stellt eine Bedrohung für die Meeresbewohner dar. Nummer 8. Fisch mit verlorenem Ehering. Ein Fisch mit einem verlorenen Ehering am Körper wurde von einem Schnorchler auf Norfolk Island gesichtet. Der Ring gehörte dem Ehemann von Susie Quintal, Nathan Reeves, der Ihan beim Schwimmen in der Emily Bay während ihres Besuchs auf der Insel verloren hatte. Trotz ihrer Bemühungen, den Ring zu finden, hatten sie die Hoffnung schon aufgegeben, bis Susan Pryor ihn am Körper eines Meeresche-Fisches fand. Die Frau hatte von dem verlorenen Ehering gehört und konnte das Paar über eine Facebook-Seite der Gemeinde ausfindig machen. Der Anblick des Fisches, der in dem Ring gefangen war, war besorgniserregend, da das Metall dem Fisch beim Wachsen Schaden zufügen könnte. Die Einheimischen arbeiten nun zusammen, um den Fisch zu fangen und den Ring zu entfernen. Das Paar wartet immer noch darauf, dass sein Ring zurück zu ihnen findet. Nummer 7. 100 Kilo Abfall im Pottwal. Ein verstorbener männlicher Pottwal wurde am schottischen Luskentyre Beach entdeckt. Das Scottish Marine Animal Stranding Scheme führte eine Untersuchung durch, um die Todesursache zu ermitteln. Bei der Sektion fanden die Experten 100 Kilogramm Trümmer im Magen des Wals. Es wurden verschiedene Formen von Plastikmüll gefunden, darunter unter anderem Fragmente von Fischernetzen, gebündelte Seile, Einwegbecher, Tüten, Handschuhe, Verpackungsbänder und Schläuche. Pottwale ernähren sich hauptsächlich von Tintenfischen, darunter auch von Riesen- und Kolosskalmaren, sodass der Pottwal diese Plastikteile wahrscheinlich mit Tintenfischen verwechselt hat. Seine Verdauung wurde wahrscheinlich durch diese große Menge an Plastik beeinträchtigt. Obwohl es keine unmittelbaren Beweise gibt, die den Müll mit dem Tod des Wals in Verbindung bringen, verdeutlicht dies die Gefahren, die mit Meeresmüll und weggeworfenen Fischereigeräten verbunden sind. Nummer 6. Prähistorische Artefakte in Alligator gefunden. In Eagle Lake, Mississippi, wurde ein Alligator mit prähistorischen Artefakten in seinem Magen gefangen.
Zu diesen Artefakten gehörten eine Speerspitze der amerikanischen Ureinwohner aus dem Jahr 6000 vor Christus und ein Fischergerät namens Lot aus dem Jahr 1700 vor Christus. Experten des Mississippi Department of Environmental Quality bestätigten diese Funde. Die Speerspitze, auch bekannt als Atlatl-Pfeilspitze, wurde verwendet, um die Geschwindigkeit des Speers zu erhöhen, während der Zweck des Senkbleis unbekannt bleibt. Alligatoren fressen, wie andere Tiere auch, Steine und Sand zur Verdauung. Die Funde bieten wertvolle Einblicke in die alten Ureinwohner von Mississippi und ihre Jagdtechniken über Jahrtausende hinweg. Nummer 5. Schuhsohlen und Essensreste im Orca gefunden. Der Kadaver eines gestrandeten Orcawals am Strand veranschaulicht die Auswirkungen menschlicher Abfälle auf das Meeresleben. Der 5,5 Meter lange Orca, ein Raubtier, wurde durch die starke Vermüllung der Meere zum Verhängnis. In seinem Magen befanden sich verschiedene Arten von Müll, wie Joghurtbecher, Essensverpackungen und ein alter Schuh. Diese Gegenstände behinderten seine Jagdfähigkeiten, was zum Verhungern und zur Beschädigung seiner Magenschleimhaut führte. Bei der Nahrungssuche in flachen Gebieten kam der Orca mit menschlichen Abfällen in Kontakt. Obwohl Orcas oder Killerwale normalerweise mit der Jagd in der Hochsee in Verbindung gebracht werden, wurden sie auch bei der aktiven Nahrungssuche in flachen Gebieten beobachtet. Nummer 4. Münzen im Magen einer Meeresschildkröte gefunden. Eine 25-jährige Meeresschildkröte namens Omsin verstarb an einer Blutvergiftung, nachdem ihr über 900 Münzen aus dem Magen entfernt worden waren. Die Münzen wurden von Besuchern in einen öffentlichen Teich geworfen, die nicht wussten, dass Omsin sie verzehrte. Ein Team von Tierärzten führte eine 7-stündige Operation durch, um die Münzen aus ihrem Magen zu entfernen. Trotz ihrer Bemühungen fiel Omsin ins Koma und blieb in einem kritischen Zustand, bis sie schließlich verstarb. Das Gewicht der Münzen zusammen mit zwei Angelhaken hatte ihre Gesundheit schwer geschädigt und zu ihrem Tod geführt. Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, verantwortungsvolles Verhalten zu fördern und die natürlichen Lebensräume zu erhalten. Nummer 3. Neue Schlangenart im Bauch einer anderen Schlange gefunden. Eine bisher unbekannte Schlangenart wurde im Magen einer anderen Schlange entdeckt. Die fleischfressende Schlange, die als mittelamerikanische Korallenschlange identifiziert wurde, war vor der Untersuchung über 40 Jahre lang konserviert und gelagert worden. Die Schlange, die in ihrem Körper gefunden wurde, trägt den Namen Chenaspis enigma, was so viel bedeutet wie mysteriöse Essensschlange. Das Exemplar wurde in Chiapas, Mexiko, gefunden und ist nur von diesem einen, teilweise verdauten Exemplar bekannt. Eine detaillierte Analyse ergab eindeutige Merkmale, darunter die Schädelform, die Abdeckung der Fortpflanzungsorgane und die Schwanzschuppen, die sie von anderen Arten unterscheiden. Mit einer Größe von etwas mehr als 25 Zentimetern wird angenommen, dass es sich um eine Höhlenschlange handelt, die vor allem unterirdische Lebensräume bewohnt. Trotz zahlreicher Expeditionen wurden seit 1976 keine lebenden Exemplare mehr gesichtet, was darauf hindeutet, dass bestimmte Schlangenarten schwer zu fassen sind. Nummer 2. Haarbänder im Katzenmagen. Eine Katze namens Juliet wurde in die Charleston Animal Society in South Carolina gebracht. Juliet wurde zusammen mit zwei anderen Katzen von ihren Besitzern während eines Umzugs in einen anderen Bundesstaat ausgesetzt. Anfänglich schien Juliet gesund zu sein, doch später zeigte sie im Tierheim Symptome von Lethargie und Appetitlosigkeit. Röntgenaufnahmen zeigten eine ungewöhnliche Magenverstopfung, die zu einer Notoperation führte. Das Operationsteam entdeckte ein Bündel von knapp 40 Haargummis in Juliets Magen, was für sie ein seltenes Ereignis war. Obwohl die Haarbänder keine Darmschäden verursachten, entwickelte Juliet als Folge der Verstopfung ein ernstes Leberleiden. Die Tierärztinnen und Tierärzte überwachen ihren Zustand genau und führen die notwendigen Behandlungen durch. Dieser Vorfall macht deutlich, dass Katzenhalter strähnige Gegenstände wie Haargummis von ihren vierbeinigen Gefährten fernhalten müssen. Nummer 1. Riesiges Reptil im Bauch eines Megapredators. In China wurde ein gut erhaltenes Skelett eines riesigen, delfinähnlichen Meeresreptils gefunden, das als Ichthyosaurus bekannt ist. Aber in seinem Magen befand sich ein 4 Meter langer Thalattosaurus. Dies ist eines der größten Magenfossilien, die je bei einem prähistorischen Meeresreptil gefunden wurden. Diese Entdeckung stellt die bisherige Annahme in Frage, dass Ichthyosaurier sich hauptsächlich von kleinen Beutetieren wie Kopffüßern ernährten. Aufgrund ihrer stumpfen Zähne nahmen Wissenschaftler bisher an, dass sie keine Spitzenprädatoren waren.
Diese Entdeckung legt jedoch nahe, dass diese Meeresreptilien auch größere Beute verzehren konnten. Es ist zwar noch unklar, ob der Ichthyosaurier den Thalattosaurier gejagt oder geplündert hat, aber die intakten Gliedmaßen und der abgetrennte Schwanz, die in dem Fossil gefunden wurden, deuten auf ein räuberisches Verhalten hin. Diese Entdeckung ist ein direkter Beweis für prähistorische Megaraubtiere und deutet darauf hin, dass Megaraubtiere weiter verbreitet waren als bisher angenommen. Die Ausgrabungen an der Fundstelle laufen noch, sodass weitere Entdeckungen möglich sind. Welches war deine Lieblingsentdeckung? Lass es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefällt, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf einen der anderen Vorschläge oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.